Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Mein größter Irrtum. Was war bisher in eurem Leben euer größter Irrtum? Oder man könnte auch fragen, was war bisher in eurem Leben euer größter Fehler, den ihr begangen habt? Und was ist daraus geworden? Welche Verwicklungen, vielleicht schlimmen Entwicklungen haben sich daraus ergeben? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Mein größter Irrtum, mein größter Fehler. Was war bisher in eurem Leben euer größter Irrtum und euer größter Fehler, den ihr vielleicht sehr bereut und im Nachhinein darüber nachdenkt, hätte ich das bloß nicht gemacht, vieles, vieles wäre anders, wäre viel besser gekommen. Erste Anruferin heute Nacht ist Hanne und Hanne ist 54 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Hanne. Ja, was ist dein größter Irrtum in deinem Leben bisher gewesen? Mein größter Irrtum im Leben ist gewesen, dass ich einen Obdachlosen geheiratet habe und unsere Ehe nur knapp 3 Monate gedauert hat. Mhm. Wie lange? Obwohl wir uns vorher gut 4 Jahre gekannt haben. 4 Jahre habt ihr euch gekannt? Ja. Und er war 4 Jahre, also die 4 Jahre vorher obdachlos, während ihr quasi Nein, so... er war 10 Jahre vorher obdachlos, bevor ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Aber die Zeit, während ihr schon bekannt wart, war er da auch noch obdachlos? Nein. Dann nicht er war mehr. Nicht. Nein. Was hat er da gemacht? Also zwischendurch ist er wohl mal wieder abgehauen, weil man kann einen Obdachlosen nicht halten. Mhm. Ab und zu treibt es ihn immer wieder raus. Mhm. Dann muss er auf die Straße wieder und... Mhm. Ja, und dann haben wir zusammen gewohnt. Mhm. Er ist dann zu mir gezogen. Wir haben zusammen gewohnt, haben uns auch sehr gut verstanden, alles. Mhm. Und ich muss auch noch dazu sagen, dass mein Ex-Mann 20 Jahre jünger war wie ich. Ah ja, ja. Ja. Wie lange habt ihr denn zusammen gewohnt? Zusammen gewohnt haben wir von März 97 bis September 2000. Mhm. Und dann haben wir geheiratet im Sommer 2000. Mhm. Ja, lief alles wunderbar. Und ja, ich bin ja wesentlich älter als er und habe ja auch Kinder. Ja. Und dann kamen meine Kinder ja immer zu mir zu Besuch. Und er hat das nicht verstanden, dass meine Kinder immer zu mir kommen wollten. Mhm. Und ist dann immer abgehauen. Mhm. So gab's immer. Aber war er damit nicht vertraut, wenn ihr euch 4 Jahre vorher gekannt habt? Hat er doch teilgenommen an deinem Leben und wusste, dass du einen Kontakt zu den Kindern hast. Wieso hat doch ihn das da so irritiert, nachdem ihr dann zusammengezogen wart? Doch, das wusste er. Aber wir haben vorher in einer anderen Stadt gewohnt, mhm, also dass ich ungefähr 200 Kilometer von meinen Kindern entfernt war. Ach so. Mhm. Und dann bin ich nach aus Friesland wieder gezogen. Mhm. Ich bin aus Friese. Mhm. Und habe dann in Oldenburg gewohnt. Ja. Dort wohnt meine Tochter auch. Ach so, ich verstehe, Nähe. Da war die Nähe dann ja einfach nur für und meine Kinder wohnen alle hier in dem Umkreis, ja, und haben mich dann immer besucht. Bevor du jetzt weitererzählst, wie das dann so schnell dann doch auseinander wieder ging, lass uns nochmal einen Schritt weiter zurückgehen. Dein Ex-Mann war so lange obdachlos. Was ja hat er denn vorher gemacht, bevor er in die Obdachlosigkeit gekommen ist? Also er ist mit 18 Jahren schon in die Obdachlosigkeit. Mit 18 Jahren schon? Mit 18 Jahren, ja. Warum ist er in die Obdachlosigkeit abgeglitten? Das ist durch häusliche Verhältnisse mit seinen Eltern und er, mhm, war immer schon sehr ein Alleingänger. Mhm. Und dadurch ist er in die Obdachlosigkeit gekommen. Und hat er denn so als junger Mann, wenn er mit 18 da so reingeraten ist, hat er da mehrere Versuche unternommen rauszukommen? Oder eher eigentlich nicht, wenn du es ganz kritisch betrachtest von der Ferne jetzt? Nee. Er hat es nicht versucht? Mhm. Nee, überhaupt nicht. Wie hast du ihn kennengelernt? Im Krankenhaus. Wie das genau? Ja, in Hannover, im Krankenhaus. Er ist im Krankenhaus eingeliefert worden. Mhm. Er hatte einen epileptischen Anfall gehabt. Mhm. Und ich war zurzeit auch in dem Krankenhaus in Hannover. Und ja, da haben wir uns so auf dem Balkon draußen geraucht, ich auch. Und dann, ach so, du warst Patientin, du hast nicht gearbeitet im Krankenhaus. Nein, nein, nein. Mhm, ja. Beide Patientin. Mhm.
Und ich habe in ihm nicht den Obdachlosen gesehen, ich habe in ihm den Mensch gesehen. Also ich habe nichts gegen Obdachlose und so. War da, er war 20 Jahre jünger, sagst du, als du. War da vielleicht auch so ein Motiv damals, dass du so ihm helfen wolltest oder ihn vielleicht auch ein bisschen bemuttern wolltest, wenn man es kritisch ausdrücken will? Genau. Das war so ein Helfersyndrom, war das bei mir, ja. Aber durch dieses Helfersyndrom ist später Liebe geworden. Ja, verstehe, ja. So, dann habt ihr quasi nur ein paar Monate zusammen sein können als Ehepaar. Woran ist es dann letztendlich gescheitert? Du hast gerade schon gesagt, als deine Kinder kamen, damit kam er nicht klar, da ist er weggefahren. Was gab es noch für Probleme? Probleme gab es, dass er sehr stark Alkoholiker war. Und er mehr immer in die Szene reinrutschte. Und er wusste immer genau, wo er seine Kumpels treffen konnte, die auch obdachlos waren. Und er immer mehr da reinrutschte und dann immer besoffen nach Hause kam. Und dann durch wurde er sehr aggressiv. Und ich konnte das nicht ertragen. Ich bin total gegen Alkohol. Aggressiv heißt, dass er dich auch geschlagen hat? Ja, wollte er mal. Wollte er. Hat er versucht. Und kann man so sagen, dass das der zunehmende Alkoholkonsum dann so der I-Punkt war für dich zu sagen, nee, ich kann das doch nicht, ich muss mich wieder scheiden lassen oder von ihm trennen? Nee, ich wollte das immer aufrechterhalten. Ach so, du wolltest das aufrechterhalten? Ja, ich wollte das aufrechterhalten. Er ist gegangen. Ach so. Er hat eines Tages, also kam er abends besoffen wieder, da hatten wir auch wieder Krach. Und am anderen Morgen hat er einfach gesagt, so, ich gehe. Heute auf morgen. Und das war's dann auch? Ja, das war's dann auch. Dann ist er gegangen. Wie lange liegt das Ganze jetzt schon zurück? Das liegt jetzt September 2000. Zwischendurch haben wir uns aber mal wieder getroffen. Haben wir auch wieder zusammen gewohnt. Wir haben uns dann auch sehr gut verstanden. Aber dieses Alkohol hat immer mehr Vorrang genommen. Aber Hanne, du hast gesagt, dass du 4 Jahre vorher mit ihm schon quasi zusammen warst. Ja. Da war er dann ja auch Alkoholiker. Das hast du mitbekommen. Das habe ich gewusst, dass er Alkoholiker war. Aber während der Zeit hat er immer nur abends 2 Bier getrunken. Er hatte das sehr gut im Griff. Hast du jetzt noch Kontakt zu ihm? Nein, also seit Mai letzten Jahres überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht. Und ihr seid auch ganz offiziell geschieden jetzt. Nein, ich will mich nicht scheiden lassen, um Gottes Willen. Warum? Nein, dass ich so einen Irrtum nicht wieder mache. Ach so, quasi so als Rückversicherung für dich selbst. Ja, als Rückversicherung, dass ich sowas nicht wieder mache. Also, wenn du jetzt ganz hart mit dir selbst ins Gericht gehst, und das Thema heißt ja mein größter Irrtum, was würdest du sagen, was waren so die wirklichen Fehler, wenn du jetzt im Nachhinein das so Revue passieren lässt? Wenn so Revue passieren will, dann war das der Irrtum, dass ich ihn überhaupt geheiratet habe. Das war mein größter Irrtum. Weil diese Ehe nur knappe 3 Monate gedauert hat. Ja. Vielleicht auch der Irrtum, darauf wollte ich jetzt hinaus, dass du ihn vielleicht zu lange zu positiv gesehen hast und immer wieder gedacht hast, ach, das kriegen wir doch hin, aber letztendlich konnte man es nicht hinkriegen. Ja. Sowas meinte ich. Meine Tochter hat auch schon zu mir gesagt, du kannst einen Obdachlosen nicht halten und der wird dir immer wieder abhauen. Und ich habe immer gesagt, nein, wenn wir verheiratet sind, wird er das nicht tun. Also betrogen hat er mich nie. Also das hat er nie gemacht. Aber es war kein glückliches Leben, was ihr miteinander hattet. Nein. Und du weißt, im Moment sind alle Informationsstränge abgerissen. Du weißt überhaupt gar nicht, wo er sich aufhält, wie es ihm geht und so weiter. Nein, ich weiß gar nicht mal, ob er nun auf der Straße ist oder ob er sesshaft geworden ist oder ob er noch in seine frühere Wohnung lebt. Ich weiß nicht. Und dann war er ja auch noch Spieler. Er war auch noch Zocker. Ach, das auch noch? Ja, das auch noch. Kam aber nur eins zum anderen auch, ne? Ja, er hat aber nur sein Geld verspielt, mein Geld nicht. Also er hat keine Schulden hinterlassen bei dir? Ich habe jede Menge Schulden dadurch gehabt. Weil wenn sein Geld verspielt war, dann musste ich ja das Doppelte. Musste ja Miete bezahlen, so, Lebensunterhalt. So. Aber ich will dir mal sagen, du hast aber wirklich dann lange wirklich zu großherzig dich verhalten. Ja. Um nicht zu sagen, auch ein bisschen dumm verhalten. Ne? Ja, ich auch. Ja, stimmt. Also, das war der größte Fehler, der größte Irrtum bisher, diesen obdachlosen Menschen geheiratet zu haben, um den es jetzt geht. Ich glaube, das kann man auch nicht verallgemeinern, aber du hast jetzt von deinem Fall gesprochen und das soll auch nie wieder vorkommen und so soll es auch nie wieder passieren. Nein, ich möchte dadurch auch Menschen warnen, also nie einen Obdachlosen zu heiraten. Man kann den Menschen nicht halten. Man kann keinen Obdachlosen halten. Der fällt immer wieder in seine Szene zurück. Ja, wobei es da natürlich auch Ausnahmen gibt. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig bei so ganz, ganz groben Verallgemeinerungen, weil ich habe selbst in der Sendung hier schon Obdachlose gehabt, also Ex-Obdachlose, die es geschafft haben. Aber das ist deine persönliche Erfahrung und es ist ja auch in Ordnung, wenn du es so formulierst für dich. Ja. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, Hanne. Auf Wiederhören. Ich auch.
Tschüss. Grüße dein Team noch. Dankeschön. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt mein größter Irrtum oder mein größter Fehler. Was war bisher in eurem Leben euer größter Irrtum, euer größter Fehler, wo ihr im Nachhinein sagt, mein Gott, das hätte so nicht passieren dürfen. Hatte ich damals irgendwie ein Brett vorm Kopf oder warum habe ich so gehandelt? Und was ist daraus entstanden? Vielleicht hat sich euer ganzes Leben vollkommen fehlentwickelt durch eine bestimmte Entscheidung damals, die man heute im Nachhinein Irrtum oder auch Fehler nennt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin jetzt verbunden mit Monika und Monika ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Monika. Hallo Domian. Tja, was war dein größter Fehler, dein größter Irrtum? Mein größter Irrtum, dass ich meinen zweiten Mann jemals kennengelernt habe. Dass du ihn überhaupt kennengelernt hast? Ja. Hm. Erzähl mal ein bisschen über ihn. Ja, ich habe nach meiner Scheidung habe ich ihn kennengelernt. Wir haben dann eine ganze Zeit so zusammengelebt, also 12 Jahre. 12 Jahre? Ja. Hm. Ja, ich habe aus erster Ehe eine Tochter. Und wir haben dann noch eine gemeinsame Tochter bekommen. Mhm. Ja, und er hat also... Und ihr habt dann nach 12 Jahren des Kennens und des gemeinsamen Zusammenlebens, habt ihr dann geheiratet? Ja, er ist krank geworden, er hat Krebs gehabt und kurz bevor er gestorben ist, haben wir noch geheiratet. Ach so. Mhm. Ja. Wann ist er verstorben? Wie lange liegt das zurück? 5 Jahre. 5 Jahre. Warum war es für dich so ein großer Irrtum, dass du ihn überhaupt, wie du sagst, kennengelernt hast oder dich überhaupt auf ihn eingelassen hast? Warum? Weil er seine eigene Tochter missbraucht hat. Und auch meine Tochter aus erster Ehe. Mhm. Wie alt war eure gemeinsame Tochter, als er das getan hat? Das fing im Kindergartenalter an. Schon im Kindergartenalter? Ja. Also mit 3, 4 Jahren so? Ja, genau. So in dem Dreh muss das gewesen sein. Und wie alt war deine Tochter, als er das zum ersten Mal gemacht hat? 10, 11 Jahre. Mhm. Wie lange hat er das gemacht, ohne dass es aufgefallen ist, ohne dass es dir aufgefallen ist? Bis er krank geworden ist. Also viele Jahre? Ja. Wie viele Jahre? So, du hast es bestimmt genauestens dir schon durchgerechnet. Ja, die Kleine ist jetzt 15. Ja. Sie war 10, wie er gestorben ist. Ja, kann man sich ausrechnen. Mhm. War bei ihr 7 Jahre, bei der Großen war es dann ein paar Jahre mehr. Mhm. Also sehr, sehr, sehr lange. Ja, sehr lange. Wie ist es dann genau rausgekommen? Du sagst, als er krank geworden ist, aber wie ist es da rausgekommen? Ein Jahr nach seinem Tod erst. Ach, erst ein Jahr nach seinem Tod? Ja, ein Jahr nach seinem Tod erst. Meine kleine Tochter hat sich ihrer Schwester anvertraut und die hat mich dann informiert. Ja. Wobei deine eigene Tochter, also die erste Tochter, ja, aus erster Ehe, die war ja schon viel älter, dass die von sich aus nichts gesagt hatte. Die hat er immer bedroht. Die hat er immer in Angst und Schrecken versetzt. Wenn sie irgendwas sagen würde, dann würde ich sie nicht mehr lieb haben oder er würde uns alle umbringen und hat sie ganz massiv unter Druck gesetzt, wenn sie irgendwas sagt. Und das ist dann vermutlich mehrfach wöchentlich vorgekommen, oder? Mit den beiden Mädels? Ja, mit der Großen nachher nicht mehr so oft, weil die dann von zu Hause weg war. Er hat die beiden Mädels, auch dieses kleine Kind, zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja, bei der Kleinen, sag ich mal, ist er Gott sei Dank nicht ganz so weit gekommen. Also sie hat sich schon gewehrt. Nicht? Sie hat doch gesagt, lass das, das tut mir weh und so und Aber es gab sexuelle Handlungen. Ja. Und mit der älteren Tochter hat er richtig geschlafen. Ja. Ja, richtig. Du hast nichts mitbekommen von dem Ganzen? Leider nein. Wie war denn der Mann in dieser Zeit zu dir? War das eigentlich so für dich damals eine harmonische Beziehung? Ich habe diesen Mann geliebt über alles. Ich habe den echt geliebt. Hat er dich gut behandelt? Ja, er hat mich gut behandelt. Und jeder, der ihn kannte, also... ich meine, das wissen bei mir nur die engsten Angehörigen, sonst weiß es keiner. Aber Monika, merkt man denn als Mutter nicht, wenn mit den Kindern etwas nicht stimmt oder wenn die so irritiert sind? Hast du das nicht mitgekriegt? Irgendwas stimmt mit den Mädels nicht? Die Große war ja, wie gesagt, nachher nicht mehr zu Hause, weil die ist krank geworden und die ist in so ein betreutes Wohnen gekommen. Na gut, aber die Kleine war da. Die Kleine, ja. Ich weiß, wenn ich
Schule musste zum Elternabend oder so, dass sie nie bei ihm bleiben wollte. Mhm. Aber es gab keine andere Lösung. Aber wird man da nicht stutzig, wenn das eigene Kind bei dem eigenen Papa nicht bleiben will? Und immer, es kann vielleicht einmal mal vorkommen so, aber... Mir ist das Kind als Kind selber passiert. Und es kann, dass Frauen, die als Kind selbst missbraucht worden sind, die kriegen diese Signale nicht mit. Das ist Tatsache. Mhm. Das heißt, du hast dieses Martyrium selbst erleiden müssen? Ja. Von wem bist du missbraucht worden? Von einem Schwager. Von einem Schwager? Mhm. Also von einem Verwandten? Ja, richtig. Mhm. Als es dann rauskam, als dein Partner verstorben war, ja. Was ist da in dir vorgegangen, als du das gehört hast, als du die ganze Tragweite erstmal begriffen hast, was da geschehen ist? Ich war erstmal total fertig, total alle. Ich habe geheult, ich war total alle. Ich konnte überhaupt nicht, ich wusste gar nicht, was ich jetzt glauben soll. Mhm. Es war so eine Zerrissenheit, so ein riesengroßer Zwiespalt. Kann das sein, kann das nicht sein? Und also die Kleine hatte sich ja Großen anvertraut. Ja. Und die Große hat es dann dir gesagt, oder wie lief das? Ja, die hat es mir dann gesagt. Mhm. Und dann hast du das Gespräch dann direkt mit beiden Töchtern gesucht? Erstmal nur mit der Großen, die mich ja dann informiert hat. Mhm. Und ich habe dann auch mal versucht, mit der Kleinen drüber zu reden. Erst hat sie dann nur gesagt, dass sie missbraucht worden ist. Mhm. Sie wollte allerdings nie zugeben, von wem. Das ist dann erst vor 3-4 Jahren rausgekommen. Ach so. Ja, ach von so. Wem? Also da hat sie es dann zugegeben. Vorher wollte sie es nicht zugeben. Aber sie hat es doch vorher der älteren Schwester erzählt. Ja, ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters hat sie ihr erzählt. Mhm. Und somit war es doch klar, dass es da um deinen ehemaligen Freund und Mann ging. Ja, richtig. Dass er die Große missbraucht hatte, das hat sie mir ja dann auch erzählt. Also wie gesagt, ich wusste zwar, dass die Große auch missbraucht worden ist, wusste aber nie von wem. Ja, und das kam dann alles auf einmal raus. Also das war ein Riesenschock. Oder hast du das für dich auch irgendwie so weggedrängt nach dem Motto, das kann ja nicht sein, weil das für dich ja auch eine große Schuld bedeutet, dass du das nicht wahrgenommen hast? Nein, niemals. Also. Und du hast es direkt ernst genommen? Kein Mann hat das Recht, meine Kinder anzufassen. Mhm. Kein Mann. Mhm. Keiner. Machen dir die Mädels heute Vorwürfe, dass du nicht sorgsam genug beobachtet hast? Nein, die Große hat das wohl getan, wie sie jünger war, aber irgendwann hat sie begriffen, auch jetzt durch ihre Therapie oder so und durch dem eben, was ich selber durchgemacht habe als Kind, dass ich das wirklich gar nicht mitgekriegt habe und es ist alles so schlimm abgelaufen. Damit wir das nochmal klarstellen, das war gerade so ein bisschen unklar, wie du das erzählt hast. Ja. Ich wiederhole das nochmal. Die Kleine hat sich der Großen anvertraut und hat gesagt, dass der Papa sie missbraucht hat über lange Jahre. Wer es getan hat, hat sie nicht gesagt. Ach, das hat sie der Großen auch nicht gesagt. Nein, das hat sie der Großen auch nicht gesagt. Jetzt ist es klar, sie hatte zwar danach gefragt, die Große, wer es gewesen ist, aber sie wollte es also nicht sagen. Also rundherum eine Katastrophe in eurer Familie ist da geschehen. Ja, so kann man so sagen. Welche Empfindungen hast du jetzt im Nachhinein deinem verstorbenen Mann gegenüber? Hass. Grenzenlosen Hass. Grenzenlosen Hass? Ja. Mhm. Gehst du noch zum Grab? Nein. Mhm. Nein, das kann ich nicht. Das geht absolut nicht. Mhm. Das kann ich nicht. Es ist gut, dass die Töchter jetzt ein klares Verhältnis zu dir haben und dir keine Vorwürfe machen. Dennoch frage ich dich so, wenn du ganz alleine bist in deinen stillen Stunden, kommen da doch nicht so Vorwürfe in dir hoch, dass du denkst, Mann, hätte ich doch bloß genauer hingeguckt? Ja, die sind die ganze Zeit da gewesen. Mhm. Die ganzen Jahre jetzt, so lange wie ich weiß. Ja, das glaube ich. Das ist auch normal und menschlich. Das wird, glaube ich, jeder von uns so empfinden. Ja, es zerfrisst einen auch irgendwie innerlich, weil es waren, wie das alles rauskam, es waren tausend Fragen. Mhm. Warum, wieso, weshalb? Mhm. Und es gibt keine Antworten. Es ja, keine du Antworten. Wirst dir wahrscheinlich auch hunderte und tausende von kleinen Situationen vorstellen. Was hat er damals gemacht, als ich da und da hingegangen bin? Wie hat das gemacht? Wo hat das gemacht? Ja, wie hat er sich hinterher mir dann wieder verhalten? Zu mir war er dann wieder ganz freundlich und hatte gerade das kleine Mädchen begrapscht. Ne? Ja, und so. Ja. Hast du eine Hilfe im Moment oder in den letzten Jahren, die dir so ein bisschen unter die Arme greift und mit dem, das ist ja ein richtiges Schicksal, damit umgehen zu können? Eine gute Bekannte. Hm. Eine gute Bekannte. Hm. Aber es geht dir nicht gut dabei und es ist eine enorme Belastung. Nee, es kommt immer
immer wieder hoch, also man vergisst sowas nicht. Das kann man gar nicht vergessen, das geht gar nicht, weil man wird immer wieder daran erinnert. Dieser Mann hat dir gegenüber ein perfektes Schauspiel hingelegt, ne? Ja, so kann man das sagen. So kann man das sagen. Ja. Insofern ist das natürlich richtig, ne? Der größte Irrtum, der größte Fehler meines Lebens, dass du dich überhaupt mit ihm hast eingelassen, aber letztendlich bist du entschuldigt, wenn du sagst, ich habe das nur wirklich nicht gemerkt. Ne? Ich habe es nicht gemerkt. Nee, hätte ich gemerkt. Also ich hätte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, das dass er ich, da reinkommt, wo er hingehört. Ja. Weiß Gott, also das hat kein Recht. Kein Mensch hat das Recht, ein Kind anzufassen. Keiner. Ja, das ist sehr richtig. Und das ist bei mir auch das Problem, dass ich Angst vor einer neuen Partnerschaft habe. Weil so lange, wie meine Tochter zu Hause ist, kommt mir hier kein Mann rein. Das ist natürlich auch verständlich, nach diesen gemachten Erfahrungen, dass du da super vorsichtig bist und super skeptisch. Also das Vertrauen, das Misstrauen, das ist riesengroß. Ich möchte gern, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest, Monika. Ja, gut. Das ist die Heide. Du legst auf und Heide ruft dich an. Ja, alles klar. Ich wünsche nach all dem Schlimmen, was dir passiert ist, alles Gute für die Zukunft. Danke dir, Domian. Auf Wiedersehen. Und schönen Gruß nochmal an dein Team. Dankeschön, das ist richtig aus. Eine tolle Sendung. Sehr nett von dir, dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und unser Thema heute Nacht heißt Mein größter Irrtum, mein größter Fehler. Was war euer größter Irrtum in eurem Leben bislang? Dirk ist da, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Ja. Zum Thema. Ich habe einen Selbstmordversuch hinter mir. Der ist vor knapp 3,5-4 Jahren passiert. Und es ging damals los, also es hatte was mit meiner Ex-Freundin zu tun. Und ich war damals auf Montage am Arbeiten, als Dachdeckerhelfer. Und meine Freundin hatte immer einen Wohnungsschlüssel von mir und alles, das heißt, sie konnte also jederzeit in meiner Wohnung rein. Und nach circa einem Jahr ist er mir wöchentlich fremdgegangen. Also hatte praktisch gesehen eine Affäre. Und das hast du dann irgendwann zufällig rausgekriegt? Das habe ich nicht nur zufällig rausgekriegt. Es war so, ich bin montags morgens wieder losgefahren. Bin ganz normal zur Arbeit, bin mit meinen ganzen Kameraden dann zur Baustelle gefahren. Und wir sind halt früher wieder losgefahren, das heißt am Mittwoch, da wir halt das Wetter, das war nicht gut, wir konnten dann halt also am Tag nicht arbeiten und so. Ja, gut, war dann wieder zu Hause, habe ich halt die Wohnungstür aufgeschlossen und hörte dann halt ein Gestöhne, wenn ich es mal so sagen darf. Habt ihr denn auch zusammen gewohnt oder hatte sie nur den Schlüssel zu deiner Wohnung? Nein, wir haben nicht zusammen gewohnt. Moment, das ist aber dann besonders dreist. Dann ist sie mit einem neuen Mann in deine Wohnung gegangen, um es da mit dem zu treiben? Das ist richtig. Das ist ja unglaublich. Ja, es ist in der Tat so. Warum hat sie den denn nicht mit zu sich nach Hause genommen oder ist zu dem nach Hause gegangen? Sie hatte sozusagen, erstmal wohnte sie noch bei ihren Eltern und ich durfte da auch fast nie mit hin. Also die waren da so sehr eigen. Also in deinem Bett ist das quasi passiert? Noch nicht mal in meinem Bett, auf meiner Couch. Auf deiner Couch. Und da hast du sie im Flagranti erwischt und dann kam raus, dass das wöchentlich gelaufen ist. Das kam erst viel später raus, weil ich mich einen Tag später dann halt mit dem Auto vorm Baum gesetzt habe. Ach, schon direkt danach? Ja. Also vor Verzweiflung und weil das so ein Schock für dich war? Richtig. Da hast du einen Selbstmordversuch, einen Selbsttötungsversuch unternommen, indem du versucht hast, dir das Leben zu nehmen, indem du gegen einen Baum fährst. Richtig, weil ich das nicht ausgehalten habe, weil ich ein sehr offener Mensch bin und weil ich praktisch gesehen für alle Leute da bin, die mir auch gut gegenüber sind. Wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen? Über ein Jahr folglich. Anderthalb Jahre. Wie bist du gegen diesen Baum gefahren? Mit welcher Geschwindigkeit? Ja, ungefähr mit 90. Mit 90. Was für ein Auto hast du gefahren? Es war so ein alter VW LT28, die vorne eh schon flach sind, wie eine Briefmarke sozusagen. Diese Busse oder was? Ja. Genau. Du hast niemanden anders gefährdet, da war sonst niemand beteiligt an diesem Unglück? Nein, das war so ein riesengroßer Parkplatz und da standen halt ein paar Bäume noch rum und ich habe dann halt gedacht so, nee, ich mach's jetzt, ne, ich zieh's durch. Ach, auf einem Parkplatz, das war gar nicht auf einer Straße? Nein, das war nicht auf einer Straße. Du hast auf einem Parkplatz richtig Schwung genommen, 90, um dann wirklich volle Kanne gegen einen Baum zu fahren? Das ist richtig. Wie schwer verletzt warst du?
Ja, es ist Gott sei Dank nicht allzu viel passiert. Ich hatte das Bein viermal gebrochen, ein Knochen war aus dem Bein raus und ja, mit dem Kopf muss ich wohl gegen den Baum geknallt sein, aber Kiefer raus und naja, war also nicht allzu viel und Schulter ein bisschen geprellt. Also ich habe mehr Glück als Verstand gehabt. Naja, aber ist auch schon sehr schlimm und auch schon sehr schmerzhaft sicherlich gewesen. Das ist richtig. Wie hast du dann über diesen Selbsttötungsversuch gedacht, als du im Krankenhaus lagst und so ein bisschen zur Besinnung kamst? Ja, ich habe erstmal gar nichts gedacht. Ja, es kann auch sein, dass man dann denkt, dass man sich ärgert, dass es nicht geklappt hat. Oder dass man sich schämt, dass man das gemacht hat. Was so für Gefühle kamen in dir dann so allmählich zumindest auf? Allmählich kam erst, als ich mich da so liegen sah, habe ich gedacht, so, nee, ich sag, wieso hat es nicht geklappt? Mhm. Ne? Ich habe gedacht, was ist mit meinem Bein los und so, alles so dick und so. Und ich habe gedacht, ich konnte nie wieder laufen. Ne? Hat dich denn dann deine noch Freundin besucht im Krankenhaus? Nein. Nein. Hätte ich darauf besser nicht sehen wollen. Ja. Aber das Kuriose an der Geschichte war ja, dass der Typi, der mit meiner Freundin fremdgegangen ist, der kam mich besuchen. Mhm. Der kam ja selber aus einer anderen Stadt, woher der das rausgekriegt hat. Ah, du kanntest den gar nicht, das war kein Bekannter von dir. Nein, noch nie gesehen und nie was von gehört. Und der hat dich dann im Krankenhaus besucht? Und der hat mich im Krankenhaus besucht. Warum? Keine Ahnung. Also er meinte im Laufe des Gesprächs zu mir, er hätte ein mega schlechtes Gewissen und würde nicht darauf klarkommen, dass ich das gemacht hätte. Und ich habe gesagt, es ist mir eigentlich herzlich egal. Mhm. Ja. Aber du hast dich immerhin mit ihm unterhalten. Also du hast ihn nicht rausgeschmissen gleich. Ich habe ihm gesagt, er soll lieber gehen. Mhm. Ne? Er weiß, wo der Maurer das Loch gelassen hat und tschüss. Mhm. Ne? Und ja. Aber immerhin finde ich das schon einen respektablen Charakterzug, dass er zu dir gekommen ist und auch sehr mutig. Deine Freundin hat offensichtlich diesen Mut nicht gehabt, ne, sich zu entschuldigen. Nein, zumal er wusste auch nichts von der ganzen Geschichte. Er wusste ja auch nicht, dass ich mit ihr zusammen war. Wieso kommt er denn dann zu dir und sagt, es tut ihm leid? Ach, das hat er im Nachhinein dann erst erfahren. Er hat es im Nachhinein erfahren, ja. Sie muss wohl die Fotos, von ihr hingestellt hatte, weggeräumt haben. Und aber jetzt im Abstand... Im weiteren Abstand würdest du schon sagen, dass das dein größter Irrtum bisher war, der größte Fehler, dass du das gemacht hast? Mein größter Fehler, absolut. Ja, das ist keine Liebe, ist es wert, dass man sich umbringt. Und schon gar nicht so im Affekt, ne, dass man direkt einen Tag später sowas macht. Du hast es ja nur auch bezahlen müssen mit viel Schmerzen und wahrscheinlich einem langen Krankenhausaufenthalt. Das ist richtig. Mhm. Und ich bin auch froh, dass ich noch am Leben bin, weil ich bin jetzt wieder in einer glücklichen Beziehung. Mhm. Und es ist für mich halt so super wichtig, dass die Menschen ehrlich zu mir sind, weil ich bin es genauso. Mhm. Und ob es glaubst oder nicht, aber ich bin eigentlich selber so ein Typ wie du auch. Ich schaue mir jetzt fast jeden Abend deine Sendung an, beziehungsweise jeden Morgen. Mhm. Und merke halt immer wieder so, dass das bei mir auch so rüberkommt, dass diese Gespräche, diese offenen und ehrlichen Gespräche so, dass das so viel bringen kann. Ne, und das mache ich bei anderen Menschen auch, aber ich war nicht in der Lage, mir selber zu helfen. Sag mal, als du jetzt deine neue Beziehung kennengelernt hast, wozu ich dich beglückwünsche, dass du wieder eine neue Freundin hast, warst du da skeptischer und hast diese schlechten Erfahrungen so noch im Hintergrund gehabt und hast gedacht, na, ob ich der Vertrauen komme, passiert da nicht vielleicht auch wieder irgend sowas? Wesentlich, also ich war wesentlich stark darauf aus, dass ich sehr, sehr vorsichtig bin, weil man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren in diesem Sinne, aber ich bin auf jeden Fall vorsichtiger gewesen und das hat sie natürlich auch gemerkt. Mhm. Aber der Vorteil an dieser Geschichte, wenn ich es mal so als Vorteil benennen darf, ist einfach, dass sie selber sehr offen ist und wir beide eigentlich auf einer Wellenlänge fahren, was das Vertrauen betrifft. Also alles vollkommen im grünen Bereich jetzt, was das Vertrauen betrifft bei euch beiden. Das ist richtig. Das ist sehr schön. Und der größte Irrtum, einen Selbsttötungsversuch damals unternommen zu haben, nur aus Liebeskummer. Ich kann es keinem erzählen. Gut. Nee, das wollen wir nicht machen. Gut, dass du lebst. Gut, dass alles dann doch noch so gut gegangen ist. Und viel Glück jetzt in deiner neuen Beziehung, Dirk. Alles klar. Bis denn mal. Ich danke dir fürs Gespräch. Tschüss. Mal tschüss. 1.29 Uhr und 30 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back.
Exakt 1.30 Uhr ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Mein größter Irrtum. Was war bisher in eurem Leben euer größter Irrtum, euer größter Fehler, den ihr begangen habt, für das ihr euch vielleicht, für den ihr euch sehr schämt oder den ihr sehr bereut und im Nachhinein sagt, mein Gott, hätte ich das bloß nicht gemacht, dann wäre vieles anders gelaufen, wäre vieles unter Umständen viel besser gelaufen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Nadine. Und Nadine ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nadine. Was war dein großer Irrtum bisher? Dein großer Fehler? Mein größter Fehler war, dass ich abgetrieben habe und ich habe gedacht, ich würde das verkraften, aber habe ich nicht verkraftet. Wann hast du abgetrieben? Ich habe abgetrieben, weil ich... Wann war das? Ach, wann? Im Dezember. Im Dezember letzten Jahres. Mhm. Und wie ist es dazu gekommen? Es ist dazu gekommen, ich habe am 29.07. meinen Sohn bekommen und wurde direkt danach wieder schwanger. Mhm. Und das Kind hätte am 2.07.02 geboren werden sollen. Und ich und mein Freund, wir haben da ein bisschen Angst bekommen, dass wir das überhaupt schaffen. Und ich bin auch noch in der Ausbildung. Mhm. Ja, und da haben wir uns dann dazu entschlossen. Wie kam es überhaupt, dass du dann so schnell wieder schwanger geworden bist? Habt ihr nicht verhütet? Doch, haben wir. Und dennoch ist es passiert? Also es war ein Unglücksfall quasi? Ja, wie man es sehen kann. Wie man es nimmt, naja, gut. Ja. Ja. Und du lebst aber mit deinem Freund zusammen und ihr seid eigentlich eine kleine Familie. Wir sind eine Familie, ja. Wie war denn die Stimmung zwischen dir und deinem Freund, als es darum ging, soll ich nicht abtreiben? Welche Auffassung zum Beispiel hatte er? Ja, es war so, dass wir uns selber gar nicht so wirklich schlüssig waren. Also mal war es so, dass wir uns beide einig waren, dass wir das Kind nicht bekommen. Dann am nächsten Tag war es so, dass wir beide dann doch lieber das Kind haben wollten. Mhm. Und das ging bis zum letzten Tag eigentlich, mhm, dass wir das immer so vor uns hergeschoben haben. Und ich habe auch eine richtige Beziehung auch zu dem Kind aufgebaut gehabt. In der wievielten Woche hast du abgetrieben? In der 12. In der 12. Mhm. Ja, aber es war halt, die Angst, die war größer, die Scheißangst. Also die Angst, das nicht zu schaffen mit zwei Kindern, oder wie meinst du? Mhm. Mhm. Du warst dann in einer Beratung, aber einer Beratungsstelle auch. Mhm. Wie war das da? Wie haben die Frauen oder Männer, ich weiß nicht, wer das da macht, wie haben die dich beraten? Also das war ein Frauenarzt, ein ganz normaler Frauenarzt. Und er hat halt nur gesagt, dass ich den Schein sowieso bekommen würde, egal was ich erzählen würde. Und er macht darüber nur eine Statistik und alles andere wird ihn mehr oder weniger ja gar nicht interessieren. Ja, das ist eine tolle Beratung. Ja, also er hat mich überhaupt nicht versucht, irgendwie abzuhalten. Also ich habe eigentlich gedacht, ich gehe da jetzt hin und er versucht mich abzuhalten, aber das war überhaupt nicht. Und danach war es dann, lief das Ganze und dann entwickelte es sich dann halt dahin, dass du es dann auch getan hast. Genau. Mhm. Wie hast du diesen Eingriff in Erinnerung? Ja, den Eingriff selber, ja, also ich weiß halt nur vorher... Also mein Freund, der ist nicht mitgekommen zur Abtreibung. Er musste arbeiten. Und es war da meine Schwester mit dabei. Mhm. Und ich war furchtbar traurig. Ich habe nur geheult. Und ich wusste jetzt auch selber nicht, soll sie jetzt da wirklich reingehen, soll sie nicht da reingehen. Mhm. Und dann hatte ich nochmal ein Vorgespräch mit dem Arzt gehabt. Und er hat mir dann nur nochmal die Narkose erklärt. Und ach, das ist unter Vollnarkose passiert? Das war Vollnarkose. Mhm. Und da musste ich nochmal im Wartezimmer und da war ich immer noch am Überlegen. Aber ich habe schon eine Tablette bekommen, dass das Kind halt schon vorher abstirbt. Also da hätte ich dann gar nichts mehr tun können. Mhm. Wie war das, als du dann aus der Narkose aufgewacht bist? Ich habe nur geweint. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin jetzt erleichtert, dass mir ein Stein vom Herzen fällt, weil es vorbei ist, aber es war genau das Gegenteil. Mhm. Und es ist bis heute auch so, dass ich irgendwie immer noch meine, ich bin schwanger und ich weiß nicht, also manchmal meint man merkt das Kind, obwohl ich ja vom Verstand her genau weiß, ich bin überhaupt gar nicht mehr schwanger. Wie geht denn dein Mann, dein Freund damit um, dass du so große Probleme damit hast? Ist es für ihn auch problematisch? Oder hat er sich damit jetzt abgefunden? Ja, ich denke, es ist für ihn genauso problematisch wie für mich, weil wir reden kaum miteinander. Hm. Wenn wir miteinander reden, dann zoffen wir uns nur. Ach so, also solche Auswirkungen hat das. Ja. Und das heißt, die Beziehung ist seitdem sehr belastet. Im Arsch sogar. Kaputt, ja.
Aber du machst ihm ja keine Vorwürfe, dass du, dass er dich gedrängt hat. Nein, das auf gar keinen Fall. Mhm. Ich mache ihm lediglich Vorwürfe, dass er mich da allein gelassen hat, wo ich halt die Abtreibung selber gemacht habe. Denn er war daran genauso beteiligt. Ach so, dass er nicht mit in die Klinik gekommen ist. Ja. Oder da? Ach so. Mhm. Genau. Mhm. Na gut, weswegen hat er das nicht gemacht? Was war der offizielle Grund? Oder der? Ja, er sagt, er hätte arbeiten müssen, aber ich glaube ihm das nicht so ganz. Vielleicht hatte er auch Angst und es war ihm unangenehm. Ja, aber das hätte er ja sagen können. Ja, das hätte er sagen können. Kann ich mich damit besser abfinden. Ja. Aber es ist ja keine Bösartigkeit, die dahinter steckt. Und auch eine Schwäche, nennen wir es, wenn wir es ganz böse ausdrücken wollen, eine Feigheit. Aber ihr habt ja ein gemeinsames Kind schon, ja, ne? Ja. Und die Beziehung vorher war gut. Sehr gut. Sehr gut sogar. Sehr gut. Mhm. Und wirklich ist seitdem es passiert ist, seit Dezember 2001, wie du gerade gesagt hast, ist alles völlig verspannt und kaputt und ihr streitet also, euch. Die ersten Tage danach, die waren halt für mich psychisch sehr, sehr schlimm, weil ich halt viel von dem Kind geträumt habe. Ich habe immer das letzte Ultraschallbild vor Augen, habe ich aber heute auch noch. Und ich meine immer, dass ich halt die Qualen von dem Kind selber so auf mich nehmen muss. Und da hat er mir auch noch zugehört. Aber irgendwann hat man halt den Eindruck, dass es ihm zu langweilig jetzt wurde, mir weiterhin zuzuhören. Nun, Nadine, muss man ja jetzt auch, oder du musst jetzt vielleicht auch, ich finde, jetzt auch nach vorne sehen. Das ist jetzt etwas Schlimmes gewesen, was du oder was ihr gemacht habt. Du bereust es sehr. Das kann man aber nicht mehr rückgängig machen. Aber du hast ja eine Verantwortung für dein Kind, was auf der Welt ist. Wie alt ist das jetzt? Das ist jetzt 6 Monate alt. 6 Monate ist es alt. So, und ihr habt vorher eine schöne Beziehung, eine gute Beziehung gehabt. Sehr gut, hast du gerade sogar gesagt. Mhm. Es gibt ja nichts Schöneres für ein Kind, als in einer Familie aufzuwachsen, wo der Vater und der Mutter und die Mutter sich sehr gut verstehen, sich sehr lieb haben. Ich finde, dass ihr euch jetzt, auch du, wirklich zusammenraufen müsstet und euch wieder voll und ganz auf eure Beziehung konzentrieren solltet. Im Sinne und für das Kind und für eure Familie. Und ja, nicht, dass jetzt diese Beziehung, diese Liebe auch noch kaputt geht, nachdem das schon alles so schief gelaufen ist. Weißt du, dann würde ein Unglück, ein anderes Unglück nach sich ziehen. Und das, finde ich, muss jetzt gestoppt werden. Ja, aber ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich an ihn reinkommen soll. Er redet ja gar nicht mit mir. Ja, aber er wird das gleiche Gefühl haben, dass er vielleicht denkt, ich komme gar nicht mehr an sie ran. Sie ist so eingefangen in ihrer Traurigkeit und an die Gedanken, an die Abtreibung, sodass ihr beide da wirklich völlig gelähmt gegenüber euch steht und ihr nicht mehr zurande kommt. Ihr müsst gemeinsam zu einem Therapeuten gehen, zu einer Eheberatung, einer Paartherapie. Unbedingt, unbedingt. Und ich glaube, auch in dem Fall, wie du es jetzt geschildert hast, ist da noch viel zu retten. Wenn das vorher eine intakte Liebesbeziehung war und ihr euch gut verstanden habt und ihr habt ein kleines Kind, ist sicherlich viel zu kitten oder wieder viel herzustellen. Ihr müsst nur mit einem kompetenten Menschen gemeinsam wieder das Gespräch finden, auch die Gesprächsebene. Und das könnt ihr im Moment nicht, glaube ich. Ja, aber wenn ich ihm das jetzt sagen würde, dann wird er wahrscheinlich wieder ausrasten. Ich meine, wir streiten uns ja nur noch. Ja, aber versuch es doch, ganz sachlich. Sag ihm doch, dass dir sehr viel daran gelegen ist, dass ihr wieder zueinander kommt. Ist das so? Mhm. Und das wird letztendlich bei ihm auch so sein, glaube ich, wie du es jetzt schilderst. Und dann sag ihm doch ganz sachlich, lass uns zusammen zu einem Therapeuten gehen und lass es uns gemeinsam versuchen, damit wir wieder eine Chance kriegen. Damit wir eine glückliche junge Familie werden. Und vielleicht werde ich nochmal schwanger. Ja. Lieber nicht. Ja, das ist jetzt auch nicht das Thema. Das Thema ist, dass ihr beide jetzt wieder zueinander findet. Mhm. Und das wirklich nicht, wie ich gerade sagte, ein Unglück das andere Unglück nach sich zieht. Mhm. Und das musst du ihm ganz sachlich sagen und bitte ihn auch darum, dass du bereit wärst, diesen Schritt zu machen. Der ist ja auch nur schwierig, sich da vor einen fremden Menschen hinzusetzen und da die ganze Seele aufzublättern, dass du bereit wärst und bitte ihn doch darum, dass er es auch nur mal versuchen soll. Mhm. Nadine, und wenn er es nicht macht, ne, ja, dann mach es alleine. Dann mach es erstmal alleine. Dann, das hilft schon auf jeden Fall etwas weiter. Dir wird es weiterhelfen und gibt dem Ganzen vielleicht einen ganz neuen Impuls. Ich weiß nicht. Weißt du, warum ich jetzt auch so intensiv spreche? Weil ich, weil ich einfach Sorge habe, dass da so eine junge Familie kaputt geht. Und das ist für euch traurig, das ist für das kleine Kind traurig.
Und es müsste nicht sein, wenn da eine Grundlage ist. Und ich glaube, dass da eine Grundlage bei euch existiert. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Aha. Und dann ruft dich meine Psychologin nochmal an. Und die wird dir einen guten Paartherapeuten oder zumindest ein paar Anlauf- und Ansprechadressen in deiner Umgebung sagen. Mhm. Und dann überlegst du das mal für dich und sagst es deinem Freund dann auch. Mhm. Ja? Gut. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Ja. Wir rufen dich gleich wieder an. Das heißt, die Heide ruft dich an. Gut, okay. Alles Liebe. Tschüss. Ja, tschüss. Dirk, 32 Jahre alt. Dirk? Hallo, ich grüße dich. Hatten wir gerade schon mal einen. Hallo Dirk. Hi. Ja. Ja, mein größter Irrtum ist auch gleichzeitig ein Thema gewesen, was du letzte Woche hattest, und zwar ging es da um Hass. Ja, genau, hatte ich. Mhm. Genau, und das hängt im Prinzip ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und zwar geht es um meinen Ex-Freund. Wir waren also gut 8 Jahre miteinander befreundet. Mhm. Er hat sich dann eine Liebschaft gesucht. Ich habe es nicht so erst mitgekriegt, dann haben wir uns getrennt. Mhm. Dann wollte er mich zurückhaben, ich nicht mehr. Und die Rache war dann quasi gewesen, weil ich nicht mehr ihn zurückhaben wollte, dass er dann den größten Terror und alles, was man sich vorstellen kann, halt mit mir getan hat, sodass ich sozusagen im Endeffekt die Konsequenz war, dass ich jetzt sozusagen geflüchtet bin. Seit ein paar Monaten bin ich weg. Mhm. Von dort, er weiß nicht, wo ich bin. Es ist alles gesperrt, also er kriegt auch keine Auskünfte und so weiter. Also ich fühle mich auch sehr bedroht und ich habe halt richtig ständig Angst. Also ich kann du bist förmlich untergetaucht und anonym, ja, irgendwo untergetaucht. Was um Gottes Willen hat er denn gemacht? Wie hat er den Terror angerichtet? Also es ging damit los, dann erstmal mit ganz normalen Sachen, was viele halt kennen, halt mit Telefonterror. Dann halt weiter alles, was europaweit verfügbar ist an Versandhauskatalogen, stand irgendwann vor der Tür, 20, 30, 50 die Woche und solche Sachen. Ja. Ich kam mir teilweise vor, als sei ich die Logistikzentrale sämtlicher Paketdienste in Deutschland. Täglich mehrfach kam Paketdienst, haben irgendwelche Pakete abgeben wollen. Er hat Anzeigen im Internet und sonst wo geschaltet, sodass dann irgendwann 20, 30, 50 Kerle paar Mal vor der Tür standen, wollen Sexpartys machen. Er hat Arbeitgeber und Auftraggeber von mir belästigt mit anonymen Faxen, in denen die übelsten Verleumdungen drin standen. Ich würde Kinder vergewaltigen, gegen mich würde die Staatsanwaltschaft ermitteln. Alles solche Sachen halt. Also das ist nur die Spitze eines Eisbergs. Hab dann Polizei auch eingeschaltet, mhm. Er saß auch in U-Haft, den habe ich sogar geschafft gehabt, es ging nicht anders, weil ich habe mich halt massiv bedroht gefühlt ohne Ende. Also man konnte in einer gewissen Weise es nachweisen, dass er dahinter steckt? Ja, klar. Das konnte man. Mhm. Ja, konnte man, ja. Er saß in U-Haft, ist dann auch noch was Also es gibt insgesamt gibt's jetzt mittlerweile 21 einstweilige Verfügungen. Es gibt mehrere Klagen an der ganzen Geschichte und die Sache läuft halt jetzt derzeit auch auf gerichtlichem Wege. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Und mit dem Mann warst du 8 Jahre zusammen. Ja, er war der Mann meines Lebens und ich habe ihn geliebt. Das glaubst du gar nicht, ja. Kannst du dir das erklären? Was, kann ich, ja. Nein, ich meine, nee, das ist nicht richtig gefragt, ob du es dir erklären kannst. Ob ich dein Verhalten erklären kann? Ja, insofern, dass du, wenn du dich zurückerinnerst, hatte er solche Seiten, die du aber nur so am Rande wahrgenommen hast, solche Boshaftigkeiten, einen Fanatismus oder wie man das nennen mag. Nee, ich denke, das hängt mit seiner kompletten Geschichte zusammen, dass, wo wir uns damals kennengelernt haben, war er noch verheiratet gewesen, mhm, und sowas. Also ich habe mit ihm alles mitgemacht, Scheidung und so weiter. Er hat immer gesagt, ich bin für ihn der perfekte Mann oder so. Und dann irgendwann hatten wir, und das ist ja dann irgendwann auch mal so, es geht einmal nicht gut, man hat mal schlechte Zeiten oder so. Und ich hatte auch mal so eine schlechte Phase. Und dann haben wir uns voneinander ein bisschen entfernt und so weiter. Dann hat er sich eine frühere Liebschaft halt verguckt. Und ich war so blind und so blöd gewesen, habe ihm vertraut ohne Ende, sodass ich das wochenlang nicht mitgekriegt habe. Und er hat mit mir gespielt. Und das war auch der einzige Grund gewesen, warum ich zum Schluss dann auch, nachdem seine Liebschaft vorbei war, gesagt habe, nein, ich will nicht mehr. Mein Herz hat ja gesagt, mein Verstand nein, ja. Und das war auch gut so. Hat er in den 8 Jahren, gab es da mal vielleicht bei kleineren Auseinandersetzungen so ein Aufflackern von... Nein, gar nicht. Er war der liebste Mensch von der Welt, und so einen Menschen hast du dein Leben noch nie gehabt. Umso schlimmer für dich, daher der auf Händen getragen. Der größte Irrtum, ne? Du hast dich in diesen Menschen irrsinnig geirrt. Absolut. Ne? Absolut. Ja, das Allerschönste war, also das will ich dir das letzte Geschichte dazu ganz weit erzählen, weil das geht mir heute noch im Kopf rum und da sage ich immer, das kann nicht wahr sein. Muss dir vorstellen, irgendwann war ich so blöd und habe gesagt, okay, lass den mal wieder anrufen, vielleicht können wir ja doch mal irgendwie reden, dass wir wenigstens die ganze Scheiße irgendwie beiseite legen können, dass wir wenigstens normal reden können. Mhm. Jedenfalls ruft er tatsächlich an und sagt, da können wir miteinander reden, sage ich, klar. Sage ich, aber du kommst nicht zu mir, sondern ich komme auch nicht zu dir, sondern irgendwo auf neutralen Boden. Ja, okay, mein Auto ist kaputt, komm, hol mich ab. Mhm. Ich zu ihm gefahren, 10 Minuten war ich da, ich komme an im Haus, alle Jalousien, alles unten, ich mache mir total den Kopf, nicht, dass er sich irgendwie umbringen will oder irgendwas, klopf und klingel und mach und tu, nichts passiert. Auf einmal geht im Fenster die
die Jalousie hoch, er steht mit dem Fotoapparat und knipst mich. Ich habe gesagt, bist du bescheuert oder was? Mhm. Ich wieder geklingelt und so, er kommt nicht, geht zurück ans Auto, kommt um die Ecke, eine Polizeistreife mit Blaulicht, er macht die Tür auf und er erstattet Anzeige gegen mich wegen Hausfrieden. Das ist ja absolut perfide auch. Das, ne, ist doch nicht normal, ja, oder? Also die Konsequenz aus diesem ganzen Terror, den wir uns jetzt annähernd, also ein bisschen vorstellen können, wahrscheinlich, ja, ist das nur die Spitze des Eisberges, ja, die du hier gerade erzählt, absolut, hast. Mhm. Wie lange hat er dich so terrorisiert, um mal so, ja, einen Zeitrahmen auch zu bekommen? Zehn Monate. Jetzt bist du in einer ganz anderen Stadt, in einer ganz, ja, anderen Umgebung. Ja. Er weiß nichts von dir, wo du bist. Ich habe auch alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft mit Hilfe von Rechtsanwälten, mhm, um zu klären, dass nirgendwo Auskünfte erteilt werden, kein, mhm, Einwohnermeldeamt, kein nichts, kein Telefon, mhm, kenne nichts und gar, mhm, nichts. Aber was für ein Opfer du jetzt dafür bringen, ja, musst. Ne? Du musst ja dein ganzes Umfeld verlassen, ja, deinen Freundeskreis und, ja, musst jetzt ganz neu anfangen. Ne? Ich hab auch jeden Tag Angst, das gebe ich auch zu. Und ich habe auch Angst bei jedem Klingeln, ob das Telefon ist, ob das an der Tür ist oder sonst wo. Mhm. Ich habe immer Angst. Und ich merke das auch richtig, wenn ich irgendwo hingehe. Ich gucke also nicht einmal links und rechts beim Straße überqueren, mhm, sondern ich gucke das jeweils zweimal, ja, mhm, weil ich nicht, mhm, weiß, was noch passieren, also, kann. Also, ja, da kommt auch richtiger Hass, wie du es gerade schon, ja, angedeutet hast, hoch. Ja. Ne? Mittlerweile ja, leider. Ich habe den Mann sehr geliebt. Es tut mir sehr leid. Wie weit geht der Hass in deinen Fantasien? Was würdest du am liebsten mit dem machen? Also, es ist so eine Mischung aus für ein paar Jährchen hinter Schloss und Riegel bis ein eindeutiges Urteil, obwohl man ja sagen muss, in Deutschland Recht ist ja nicht gleich Recht, was man irgendwie kriegt, irgendwie ein Urteil, dass er zum Beispiel in dem Gebiet oder in dem Bundesland, wo ich bin, sich nicht aufhalten darf zum, mhm, Beispiel, oder dass, mhm, er dich nicht betreten darf oder so ungefähr, mhm, sowas irgendwie, ich weiß nicht, was da möglich ist. Mhm. Das wird man sehen, die Verhandlungen stehen noch aus, also dieses Jahr wird es noch... Sind da auch so ganz grobe Fantasien im Spiel, dass du ihn gerne quälen würdest wollen oder, ja, schlagen oder weiß, ja, ich was, was, ja, man so, ja, in seinen Rachegelüsten alles sich ausdenkt? Würde ich gerne tun, ja. Mhm. Also ich möchte da lieber nicht ins Detail gehen, aber so, ja, ja, einige Träume sind manchmal schon... Klar, das ist aber normal. Das hat jeder, der schon mal in so einer Situation war, dass man sich dabei ertappt, dass man Foltergedanken hat oder sowas. Ne? Vor allen Dingen ärgere ich mich über mich selbst, Domian, ja. Über mich selbst, mhm, über meine blöde, verdammte Dummheit, die, mhm, man irgendwo doch an den Tag legt. Und was eigentlich zu vielen Fällen auch heute passt und auch zu der Geschichte letzte Woche, zu der Hassgeschichte letzte Woche, dass man eigentlich immer erst hinterher, ja, immer zu dem, das, Ergebnis kommt, ja, ja, hier ist irgendwas schiefgelaufen, dass man vorher nichts mitkriegt. Ja, so, Dirk, was lernst du jetzt für dich und dein Leben, du bist ja nur auch erst 32 Jahre alt, für, ja, dich und dein Leben aus dieser Geschichte, ja? Also ich denke mal erstmal, das Größte ist erstmal, dass ich viel mehr auf mich selbst gucke. Und dass ich diese Mischung, die ich habe, wenn ich zum Beispiel jetzt auf meine Beziehung von früher gucke, diese Mischung auf so eine Art Familie und Vertrauen und so weiter, dass ich das viel egoistischer betrachten muss, leider Gottes. Ja, aber vielleicht solltest du eben nicht mehr auf dich gucken, sondern mehr auf deinen Partner gucken. Ja, nein, ich meine, aber ich muss mehr auf mich hören, mehr auf mein Inneres hören, so, um dann eventuelle, ja, Fehler, ja, und solche Geschichten, verstehe, entsprechend rauskristallisieren, ja, ja, zu können. Ja. Ja. Das ist der springende Punkt. Aber sei nicht... Ein totales Scheißgefühl, sage ich dir. Glaube ich. Aber sei nicht zu pessimistisch und zu skeptisch anderen Leuten gegenüber. Doch, merke ich ja schon. Ich block immer mehr ab. Ja. Also ich block eher ab. Aber das darf eben letztendlich auf Dauer nicht passieren, ja, denn damit blockierst du dein weiteres positives, ja, Leben, denke, und dein Glück. Ich denke aber, ich kann das erst soweit, wenn die Verhandlung, ja, das erledigt, ja, ist und weiter, wenn ich dann erstmal sozusagen einen ersten Schlussstrich ziehen kann und, ja, sagen kann, okay, ja, Benito, ja. Ich wünsche dir von Herzen bald Ruhe, Dirk. Wirklich bald Ruhe. Und dass dir sowas nie wieder passiert. Ja, danke dir. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Angenehme Nacht noch. Tschüss. Danke, tschüss. Birgit, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Birgit. Hallo. Größter Irrtum. Mein größter Irrtum war nicht mein größter Irrtum, sondern der meines Frauenarztes. Und zwar wollte mein Frauenarzt meine intakte Schwangerschaft abtreiben. Nachdem ich 10 Jahre lang versucht habe, ein Kind zu bekommen. Er wollte eine intakte Schwangerschaft abtreiben. Warum? Ja, weil er sich geirrt hat. Verstehe ich nicht. Also er hat gedacht, du bist nicht schwanger. Oder wie? Doch. Und zwar war folgendes, ich habe viele Jahre lang versucht, ein Kind zu bekommen, auch mit künstlicher Befruchtung. Das hat auch nachher nur so geklappt. Mhm. Und nach vielen Versuchen. Und ich war dann ganz glücklich, ging zu dem Arzt hin, stellte die Schwangerschaft auch fest. Und nach 2 Wochen kam ich dann wieder. Und er guckte sich das Ultraschallbild an und sagte, ich sehe keinen Herzschlag. Das entwickelt sich nicht normal. Ach so. Und das hat gar keinen Wert, wir treiben ab. Mhm. Und wir waren natürlich am Boden zerstört mit meinem Mann gemeinsam. Mhm.
wir sind dann rausgegangen und es war wirklich, das Schicksal war schon besiegelt sozusagen. Mhm. Und hat uns gar keine Hoffnung mehr gemacht und sagte, ich kann da nicht drum rumreden. Naja, auf jeden Fall gingen wir raus und ich habe geheult wie ein Schloss, was man dann auch nicht tun darf, geraucht wie verrückt. Eine Viertelstunde lang haben wir stumm da gesessen. Dann habe ich gesagt, es reicht. Ich will dahin, wo ich die künstliche Befruchtung habe machen lassen. Mhm. Ich glaube diesem Arzt einfach das nicht so. Ich möchte eine zweite Meinung hören. Ja. Und dann sind wir dreiviertel Stunde lang gefahren, dreiviertel Stunde lang nicht gesprochen. Ich habe nur geheult, hingefahren. Und der Arzt, der die künstliche Befruchtung gemacht hatte, empfing mich dann auch schon nach dem vorherigen Telefonat. Ich hatte mich ja angekündigt. Mhm. Schon mit mitleidigem Blick und dem Motto, Mädchen, was kann ich dir noch helfen? Mhm. Und ich sage, ich möchte das ganz gerne, dass wir nochmal gucken. Und dann guckt er mich nochmal mitleidig an. Ich sage, ich möchte es. Ich will es. Mhm. Dann guckte er und dann sah er einen Herzschlag. Ach. Und dann sagte er, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie mir nicht vorher was anderes erzählt hätten, hätte ich nicht gemeint, dass jetzt irgendwas nicht in Ordnung ist. Was ist denn da mit dem anderen Arzt los gewesen? Das ist doch wahrscheinlich gar nicht so schwer zu sehen. Ich habe keine Ahnung von Gynäkologie, aber dass man einen Herzschlag, ist doch wahrscheinlich nicht so schwer zu sehen, oder? Tja, also ich nehme an, der kann mit seinem Gerät einfach nicht umgehen, mit seinem Ultraschallgerät. Ich habe leider das Ultraschallbild von damals nicht mehr, hatte einige ausgedruckt, entsprach überhaupt nicht dem, was wir nachher beim anderen Arzt gesehen haben. Und bist du denn dann nochmal, oder seid ihr nochmal zurück zu dem Arzt und habt denen das gesagt? Ja, das ist sehr interessant. Also ich habe selber jetzt zu dem Arzt keinen Kontakt mehr. Er hat mir später nochmal einen Brief geschrieben, ein paar Wochen später, weil ich ja nicht mehr hinging. Er würde gerne wissen, wie es mit der Schwangerschaft weitergegangen wäre. Einen Arztwechsel könnte er verstehen. Ich war jahrelang bei ihm vorher. Moment, er hat euch geschrieben? Wie? Ja, er hat mir geschrieben. Und er würde gerne wissen, wie es weitergegangen ist? Ja, oder? Weil ich ja nicht mehr hingegangen bin. Das heißt, es war ja eine, sozusagen auf jeden Fall eine Akutsituation. Ja. Das muss ja entweder weitergegangen sein oder aber ich muss woanders hingegangen sein. Und wie habt ihr reagiert? Ich habe mich hingesetzt und habe versucht, einen Brief zu schreiben. Das konnte ich aber nicht. Also ich konnte es überhaupt gar nicht. Ich habe es also wirklich probiert und immer wieder was zerknüllt und weggeworfen. Weil ich habe versucht, das sachlich zu machen. Und es kam immer wieder darauf hinaus, ich habe so viel Gefühl in mir gehabt, nachdem ich 10 Jahre lang versucht habe, ein Kind zu kriegen. Ich konnte nicht. Hatte er das eigentlich auch 10 Jahre mitbekommen, die ganzen Bemühungen? War es eigentlich dein Frauenarzt? Das war mein Hausfrauenarzt, allerdings erst seit 4 Jahren. Na, aber immerhin, ne? Er hatte aber die akute Zeit, in der ich überhaupt wusste, dass ich gar nicht schwanger werden kann, hat er komplett mitbekommen. Ja. So, um es klarzustellen, das Kind ist dann geboren worden? Ja. Wie alt ist es heute? 13 Monate. 13 Monate, alles in Ordnung? Topfit. Topfit. Ja, topfit. Und, aber ihr habt bis heute keinen Kontakt mit diesem Arzt aufgenommen? Nein, ich habe eine Bekannte, die ist auch bei dem in Behandlung. Und die hat mir wohl mal gesagt, dass er des Öfteren mal nach mir gefragt hat. Also er hat wohl auch über sie erfahren, dass das Kind geboren ist und auch gesund ist. Aber Birgit, ich verstehe es nicht. Ich hätte so eine Wut auf diesen Arzt. Wo bleibt bei dir oder wo ist diese Wut geblieben? Wenn du es nicht konntest, warum ist dein Partner nicht zu dem Arzt gegangen? Ja, weißt du, was willst du ausrichten? Es ihm ins Gesicht sagen. Letztendlich kann man natürlich nicht viel machen, aber man hat auf jeden Fall erstmal seine Wut, ist los und man bewirkt vielleicht auch, dass dieser Mann, dass so ein Arzt sich beim nächsten Mal ein bisschen mehr vorsieht und einer anderen Frau so etwas erspart bleibt. Ja, also ich denke... Mir, also ich kenne ihn ja auch schon einige Jahre. Ich weiß, dass es wirklich ein Irrtum war. Ich weiß, dass es ihm mit Sicherheit höllisch leid tat. Ich kann allerdings bis heute nicht mit ihm reden. Also auch diese Tatsache, dass er mir einen Brief geschrieben hat, und der war auch sehr vorsichtig von ihm geschrieben, zeigt ja eigentlich auch, dass es ihm sehr leid tat und dass es ihn auch bewegt hat. Ja, und dass er unsicher war, ne? Und dass er damals den Brief geschrieben hat, beweist ja, dass er vielleicht auch in seiner Diagnose unsicher war, oder? Weiß ich nicht. Weiß man nicht. Nein, du hast recht. Ja, nein, das heißt es auch nicht unbedingt. Oder? In dem Moment war ich wirklich nicht unsicher, gar nicht. Aber das, ich meine, das einzige Argument für mich ist wirklich, das soll anderen Frauen erspart bleiben. Nur er weiß ja, wie es ausgegangen ist. Da bin ich mir 100% sicher. Das hat meine Bekannte ihm erzählt. Aber ich glaube, es hat noch eine ganz andere Wirkung, wenn man da als betroffene Frau oder als Ehepaar vor einem solchen Arzt sitzt und der Arzt das wirklich direkt mitkriegt, was das für eine Emotionalität bedeutet, so eine Fehldiagnose zu machen.
Nun gut, ihr habt es jetzt nicht gemacht und. Nee, haben wir nicht. Also ich habe mir überlegt, also ich wollte auf jeden Fall meine Schwangerschaft weiterhin in Ruhe genießen können. Das kann ich auch getan. Ja, bei dir, also wenn ich mich in dich hineinversetze, kann ich das auch gut verstehen. Man regt sich dann nur auf und also ich kann es nicht verstehen, dass dein Mann oder dein Partner nicht hingegangen ist, aber dass du nicht hingegangen bist, das kann ich auch eigentlich nachvollziehen. Stimmt also, das schon. Das hätte mich auch aufgeregt, wenn er hingeht oder wenn mein Mann hingeht. Na gut, das Wichtige ist, dass das Kind da ist, dass es gesund ist und dass alles geklappt ist und dass dieser große Irrtum aufgeflogen ist. Ne? Das beweist einem ja wieder mal, dass man, wenn man eine vielleicht schlimme Diagnose bekommt von einem Arzt, dass man auf jeden Fall nochmal zu einem anderen gehen sollte. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, egal was es ist, ne? Ja, ja. Um sicher zu gehen. Und vielleicht sogar nochmal zum Dritten, wenn es kompliziert ist. Ja, auf jeden Fall, das lohnt sich immer. Ich bin da auch ein Mensch, ich bin da sehr energisch. Ja. Das lohnt sich mit Sicherheit. Finde ich auch. Ich habe mir wohl überlegt, ich werde irgendwann mal hingehen, wenn meine Kleine läuft. Die ist jetzt 13 Monate. Mhm. Sie läuft noch nicht. Wenn sie mal läuft, dann soll sie ihm mal entgegenlaufen. Ich glaube, das ist das beste Bild. Das ist aber auch sehr wirkungsvoll, das glaube ich auch. Ja. Eben. Alles Gute euch dreien. Okay. Alles. Tschüss. Tschüss. Dieter, 65 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Dieter. Ein heißes Thema. Ja. Ich bin in die Türkei geflogen. Ja. Und zwar über Ögürtürk nach Antalya und habe mir dort auf Benennung des Reiseleiters in einem Unternehmen einen Brillantring gekauft. Mhm. Und zwar ein wunderschöner Ring. Aber es gab einen großen Irrtum. Die haben den Stein, nachdem ich mein Ja zu dem Ring gegeben hatte, ausgetauscht. Oh. Und irgendwie im Hinterstübchen, ganz schnell. Ja, 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 ja. Und ihn ersetzt mit einem ähnlich aussehenden Plastikding oder sowas? Nein, nein, kein Plastik. Naja gut, aber irgendwas wert. Das ist schon ein Brillant, Jürgen. Aber es war nicht der, der drin war. Der war ursprünglich rot. Und hinterher war er fad. Aber das hast du doch dann eigentlich sehen müssen. Nein, sofort. Nein, eben nicht. Wie kam das? Ich habe dort gesehen. Es ging alles ruckzuck. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Lass mich zwischendurch fragen, wie teuer der Ring eigentlich sein sollte, wie viel du bezahlt hast. Das sollte kosten 7.000, ich habe bezahlt 5.500. Und wie viel Wert hat dieses Ersatzsteinchen? Keine Ahnung. Also, aber nicht viel Wert? Nicht viel Wert. Nicht viel Wert. Nein, nein. Also der Brillant ist kein Brillant in dem Sinne, ein miserabler Schliff. Aber Jürgen, die Geschichte geht ja noch weiter. Mhm. Ich hatte einen Ring auf dem Finger, als ich dorthin geflogen bin. Mhm. Und diesen Ring, sagte er, machen wir als Service, Gratisleistung, machen wir den schön neu blank und reinigen ihn, dass der Stein auch glänzt. Mhm. Jürgen, auch den Stein haben diese Schweineleute ausgewechselt. Und das hast du auch nicht gemerkt, Jürgen? Ich habe das dort nicht bemerkt. Wann ist denn für dich der ganze Schwindel aufgeflogen, als du wieder in Deutschland warst? Als ich in Deutschland war, bin ich zu meinem Juwelier gegangen und habe ihm meinen Ring gezeigt, den ich mir in der Türkei gekauft habe. Das ist eine Stelle, wo du kaufen kannst, ohne dass Mehrwertsteuer fällig wird. Ich wollte gerade fragen, wie kommt man auf die Idee, nach Antalya zu fliegen, um sich dort einen Brillantring zu kaufen? Ja, ja. Deshalb. Nein, das war der Reiseleiter von Ögürtürk, der hat uns den Tipp gegeben. Gut, aber der wird auch nicht schuld daran sein. Und das hat diese Firma, diese Reiseveranstaltungsfirma, trägt daran ja keine Schuld. Nein, nein. Ne? Das müssen wir klar sagen, nicht, dass das ein Eindruck entsteht. Er wird wahrscheinlich auch seine Provision bekommen, wie über alles, was diese Reiseleiter empfehlen. Ja. Aber bitteschön. Aber er hat mit dem, wir wollen nochmal klar sagen, er hat mit dem Betrug nichts zu tun. Nein, die nein, Firma nicht auch nicht. Ne? Ja. Nein, nein, gar nicht. Ja, paar tausend Mark futsch, ne? Ja, auf jeden Fall bin ich zur Ehrenstraße gefahren in Köln und habe voller Stolz meinen Ring gezeigt. Da sagt er mir also, das ist absoluter Bluff, das ist nicht. Jürgen, die also, Geschichte. Keine weiten Ausflüge bitte mehr, um Brillanten zu kaufen. Ja, ja, ja. Und du brauchst mich auch nicht zu deiner Heite vermitteln. Ich habe es inzwischen überwunden. Das glaube ich. 10.000 Mark, die ich hier in den Sand gesetzt habe. Aber du bist ein Freund des Brillanten, oder? Ja, ja. Ah, ja. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Auch ein interessantes Thema, können wir jetzt leider nicht vertiefen. Ich sehe das. Es aber ist deine Zeit, du musst abhören. Die ist jetzt rum, genau. Aber wir haben ja das Wichtigste alles noch austauschen können. Für dich und mach so weiter. Für dich deine auch. Die Sendung ist gut. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Kerstin Klinger. Morgen haben wir wieder eine freie Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Dann könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema.
Und wie immer könnt ihr uns morgen auch schon ab 0 Uhr erreichen unter der bekannten Nummer 0800 5678 111. Gute Nacht, schöne Nacht und einen schönen Tag morgen auch. Dann bis morgen. Ciao.